Was haben wir denn alles gerade übersprungen? Nicht wirklich viel, ne? Also hier auf der Etage nicht. Nee, aber unten. Unten haben wir noch gut was zu tun. Wo konnten wir denn dieses Ding hier benutzen? Das war sechste oder siebte Etage, ne? Gucken wir mal. Eine Etage runter. Wir haben noch keinen Schlüssel für die Postbox. Die Repair Bay war, glaube ich, dunkel, deswegen ist auch schon schraffiert. Da oben bräuchten wir irgendeinen Schlüssel. Nee. Also dieses Rohrding ist nicht für hier. Das da. Rolling Shutter Gate. Einfach nur nach Osten und dann nach Süden. Du bleibst schön liegen. Ah. Rolltorgriff benutzt. Wo führst du hin? Hoffentlich irgendwo, wo es eine Taschenlampe gibt. Eulenschlüssel. Oh, schöne Musik. Das ist unser Storage und ein ganz normaler Bildschirm. Eule. Das sind die, die wir primär bisher getroffen haben, die infiziert waren. Ab und an halt noch ein Storch oder eine Ara, aber meistens Eulen, weil die auch am weitverbreitetsten sind. Eule, Generation 4, ökonomisch Allzweck, biomechanisch mit Polyethylenschale. Keine Panzer, Abwehren, Sachen und so weiter wie die anderen. Und nur 1,75 groß. Eulen-Einheiten sind das Rückgrat der Arbeiterfront der Neu Nation Eusan. Diese eleganten Mehrzweckarbeiterinnen sind geeignet für alle Arten häuslicher Arbeit wie Putzen, Kochen oder einfache medizinische und verwaltungstechnische Aufgaben. Eulen sind hochsozial und kommen großartig mit den meisten anderen Replikamodellen zurecht. Obwohl sie für den Kampf ungeeignet sind, macht sie ihr leichtgewichtiges Gestell zur Spitzenwahl für entlegene Anlagen, wo Ressourcen begrenzt sind. Ja, wir können bestätigen, dass sie sich einigermaßen verteidigen können. Ist die Klaviermusik wirklich da? Wir gehen einfach wieder. Na gut, wir haben einen Schlüssel für den Eulenraum, der nicht hier ist, aber wir können den Paternoster nehmen. Wir müssen jetzt nicht wieder oben hin. 6. Bist du der Eulenraum? Ne, Werkstattschlüssel. Das, da wird der Eulenraum sein. Okay, dann müssen wir hier durch einen leichten Knick nach. Haben wir die schon gelesen? Ja, dass wir das Taschenlampenmodul finden sollen. Okay, das haben wir schon gelesen. Irgendwie tauchen gerade wieder mehr von denen auf, wo wir sie eigentlich schon zerstört hatten. Sieht gemütlich aus. Eulenlieder. Kaputte Musikkassette nehmen. Ja. Ach so, ja. Stimmt. Eine Gruppe von, ich weiß nicht, ob es Kolibris waren oder Eulen, hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass eine andere Gruppe von Replikanten, also die Gruppe hier, durchgehend immer wieder die eine Musiksache da abspielt. Deswegen haben die anscheinend ein Messer jetzt reingerammt in das Radio. Ein tragbarer Audiokassettenspieler mit einem Messer, das im Lautsprecher steckt.
Kassette, eine Mehrspur-Magnettonbandkassette zur Endloswiedergabe. Das Band an der Kassette ist gerissen. Ja, dann brauchen wir wieder ein Klebeband oder ähnliches. Spiegel. Ein hoher Spiegel steht in der Ecke des Zimmers. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einen Postbox-Schlüssel finden, weil wir das Gefühl haben, dass da irgendwas Wichtiges drin ist. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das Band zu reparieren. Wir brauchen einen Werkstattschlüssel für hier. Wir brauchen einen Schlüssel für das Gemälde von irgendwo. Brauchen einen Büchereischlüssel. Hier haben wir noch nicht hingeguckt. Ich glaube, da bin ich einfach nur schnell wieder weggelaufen. Und wir haben allgemein noch mehrere Türen, die wir hier unten checken können. Das Oratorium, also diese Sternenkarte, könnte auch noch wichtig sein. Und wir brauchen definitiv Licht für die ganzen dunklen Räume. Ja, und irgendeine Tonspur, um vielleicht diese Musikbox bei Falke zu öffnen. Weil die hatte ja auch ein Mikrofon hinten dran. Wahrscheinlich das von der Kassette hier. Okay, gehen wir auf Ebene 8 als nächstes. Hi. Das war ein wenig zu knapp. Die haben mir sehr schnell sehr viel Schaden gemacht. Benutzt ruhig mal so ein gutes. Ja, die können wir hier alle noch überprüfen. Der Minenschachtzugangslift. Ich brauche einen Administratorschlüssel, um ihn zu rufen. Führungskommando. Oh, du siehst taschenlampig aus. Ja, Taschenlampenmodul. Sehr gut. Gleich. Oh, Licht ist ausgegangen. Ausrüsten, benutzen. Das ist Adlers Raum, ha? Huh? Natürlich ein Poster von Falke über seinem Bett hängen. Radio. Was haben wir hier? Adler. Er hat seine eigene Akte auf dem Tisch liegen. Adler, Generation 5, Oberkommando-Spezialist. Gestell biomechanisch mit Polyethylenschale und Titanskelett. Größe 1,75. Ein integraler Teil jedes Protektor-Führungskommandos ist die Administrationseinheit. Eine einzelne Adlereinheit kann für die administrativen Aufgaben einer gesamten Anlage verwalten, was den anderen Führungskommandoeinheiten erlaubt, sich auf die direkte Verwaltung der Protektoreinheiten zu konzentrieren. Der Adler wurde als direktes Gegenstück zur Falke-Einheit konzipiert. Er agiert als ihr Adjutant, indem er sich um alle benötigten Berechnungen und bürokratische Angelegenheiten kümmert. Wie immer und immer wieder zu meckern, dass irgendjemand Frequenzen benutzt, um einen Wandtresor zu öffnen. Ja. Hört sich sinnvoll an. Adlerschlüssel benötigt. Okay. So, wir können jetzt in dunkle Räume. Hier unten wäre einer. Zu dem Raum zieht es uns eh hin, aus unerfindlichen Gründen. Was mit der Tür? Nein. Kolibri-Schlüssel. Storchraum. Oh, wird gleich losgekreischt. Oh, Klick, Klick ist nicht gut.
haben zwei Schuss, das sollte eigentlich... Okay, wir haben die da... Oh. Schwerer Ausnahmefehler. Ahem. Wo sind wir? Wir müssen das noch machen. Das war in Ebene 7. Also Elster erinnert sich an gar nichts, was passiert ist. Und sie macht jetzt einfach genau nochmal alles, was zuvor passiert ist. Da unten ist das Rolling Shutter Ding. Ich glaube, die können wir diesmal ignorieren. Um ein wenig Munition zu sparen. Also sie ist ein wenig energischer drauf dieses Mal. Eulenschlüssel, ja, haben wir. Die ganzen Sachen kurz angucken. Dann erstmal weg. Eulenschlüssel war oben, richtig? Oh, da liegt ja was. Also ja, auch wenn man eigentlich nur genau das Gleiche machen wollte, wie man eigentlich vorhatte, sind jetzt doch kleine Änderungen passiert, die doch unerwartet waren. Das könnte man fast vergleichen mit anderen Dingen, die gerade passieren. Hier sind wir letztes Mal nicht durchgekommen, oder? Doch, einer von ihnen ist sogar aufgestanden. Dieses Mal nicht. Warum nicht? Fragen zu stellen ist gefährlicher. So, wir haben die Eulenlieder. Gucken dich nochmal kurz an. Dann war hier irgendwo noch ein Brutzelstab. Ja. Sonst nichts. Nächster Halt. Achso, genau. Auf Ebene 8 wollten wir uns dann angucken, weil da noch so viel Unentdecktes war. Also runter. Runter. Hier brauchen wir den Admin-Schlüssel. Spray. Ich will nicht die Tür benutzen, ich will... Genau. Und hier ist die Taschenlampe. Ist auch komisch, dass das Licht genau dann ausgeht, wenn wir die Taschenlampe bekommen. Wenn hier drin eine Kamera wäre, würde ich gerade unterstellen, dass Adler uns beobachtet und dann das Licht ausmacht. So, Taschenlampe haben wir und jetzt war unser erster Instinkt, zum nächsten dunklen Raum zu gehen. Der war da unten. Da kam dann das Problem mit dem Tod. Noch ein Patchkit. Wir haben noch 7 Schuss. Und sie haben wir nicht getreten. Reparaturspray, yep. Was haben wir hier? Storch. Storch, Generation 5, Kampfführungseinheit.
Biomechanisch mit Polyethylenschade und kugelsicheren Panzerplatten, 2,40 Meter. Jedes Kader der Protektor-Sicherheitstechniker wird von einer Kontrolleinheit beaufsichtigt. Am verbreitetsten für diese Rolle ist das Storchmodell. Storche gehören dank ihrer verlängerten Beine zu den größten Replikamodellen und behalten dadurch metaphorisch und wortwörtlich jede Situation aus der Vogelperspektive im Blick. Allzeit bereit, ihre zugewiesenen Sicherheitstechnikerinnen zu führen und zu koordinieren. Manche mögen sie zwar brutal oder sogar grausam nennen, doch ihr strenges, nüchternes Auftreten macht sie zu den idealen, unerschütterlichen Hütern der Ordnung. Die haben wir nicht getötet, ne? Die lag einfach nur so da. Noch Bilder auf dem Tisch. Noch eine Storcheinheit. Kein Platz. Kein Platz. Und mehr Bilder. Oh, das da ist Venus, ne? Also man kann es sehr schlecht erkennen. Das Bild ist halt von einem Riesen, der seinen Sohn isst. Wenn ich mich nicht täusche. Und ist sehr makaber und alt. Und wo wir gerade hier stehen, kriegen wir das Bedürfnis, wieder mit Frequenzen zu spielen. Und zwar dieses Mal mit der 65. Ich kläre das alles später auf. Kein Platz, um den Schlüssel der Ewigkeit mitzunehmen. Ja, warte. Du nachladen. Ja. Aus. Also der Schlüssel manifestiert sich. Suchst du immer noch nach Antworten, wo es nur Fragen gibt? Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dass wir jetzt akribisch Namen sortieren, Verbindungen versuchen herzustellen und am Ende gibt es keine. Das, ja. Den Schlüssel müssen wir auf jeden Fall aufbewahren. Wir haben hier noch mehr Munition, die können wir leider nicht benutzen. Heil dich mal weiter. Nimm die Muni mit. Wir haben nur noch ein Repair Kit. Oh, du kannst das noch nachladen. Ja, Repair Kit, komm mit. Gut. Oh, da geht's runter. Wollen wir irgendwo runterspringen? Warum nicht? Ja? Oh Gott. Oh, ist das Licht gerade ausgegangen? Die Taschenlampe ist an, wir haben nur einfach kein Licht. Was zur Hölle? Hallo? Ara. Oh, du bist es. Warum kennst du uns? Was machst du denn hier? Solltest du nicht in der Mine sein? Was? Ich bin kein Mensch. Ach so, warte, wir sollten in der Mine sein, weil wir unseren Menschen da finden sollen, richtig? Meinst du das? Deine Taschenlampe? Zeig mal her. Versuch's jetzt mal. Oh ja, danke schön. Ich mach's mal wieder aus, ich will dich nicht blenden. Wer? Was bist du? Unfassbar, nicht wahr? All diese Akten. Die denken, sie wüssten alles über uns. Über euch Aras? Über euch Replikanten? Über was? So viel Gelaber über Persona und Stabilisierung.
Dabei wollen wir nur, dass wir die Klappe halten und arbeiten, bis wir tot sind. Ich meine, ist das Kapitalismus? Naja, oder hier halt faschistische. Wir wissen noch nicht genug über das Kaiserreich, aber Kaiserreich suggeriert auch gleich wieder Monarchie. Wie ein schlechter Witz. Ich kenne sie noch nicht. Ara, was soll das heißen? Du erinnerst dich nicht an mich. Bist du auf den Kopf gefallen? Wir haben so viel schon durchgemacht. Du hast keine Ahnung, denke ich. Ich bleib hier. Nie im Leben gehe ich wieder zur Arbeit. Jo. Okay. Also sie ist erleuchtet worden durch Wissen. Das ist immer gut. Operative Vorgänge. Kontrolle. Streng vertraulich, nur für Kommandanten. Eon Richtlinie 176 zur Bearbeitung operativer Vorgänge. Operative Psychologie. Der zuverlässige Schutz der Sicherheit unserer Nation erfordert von Eon die Entwicklung und Bearbeitung von Vorgängen und Technologien, um die vollständige Kontrolle über alle Replikas im Dienste der Nation zu gewährleisten. Genau wie bei Gestalten sind Vorgänge der operativen Psychologie höchst effektiv zur Verhaltenskontrolle von Replikas. Schön, dass Sie sagen, dass die Replikas genauso leicht manipulierbar sind wie Menschen, womit Sie vollkommen recht haben. Hauptvorteil von Replikas im Gegensatz zu Gestalten. Ich glaube, Menschen ist wirklich eins von den Worten, das verboten wurde, weil es sich zu menschlich anfühlt. Wenn man einfach nur sagt, es ist eine Gestalt, dann dehumanisiert das Ganze ein bisschen. Hauptvorteil von Replikas im Gegensatz zu Gestalten ist ihre Berechenbarkeit. Alle frisch dislozierten Replikas eines Modells sind physisch und psychologisch identisch. Also das ist dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo die Gestaltgedanken in diesen neuen Körper transferiert werden. Disloziert klingt komisch. Da sie alle dieselben Erinnerungen teilen, wird eine neu ausgelieferte Eulen-Einheit in derselben Situation praktisch immer auf dieselbe Art reagieren. Ja, ist halt so, als wenn du sagen würdest, du schläfst eines Abends ein und am nächsten Morgen wachst du auf. Du wirst wahrscheinlich dich, je nachdem, wenn du in derselben Situation aufwachen würdest, immer gleich verhalten. Auch wenn du quasi ein neuer Mensch bist, weil dein Gehirn aus den Informationen, die es hat, dein Ego für den Tag neu zusammenbaut. Und wenn man dann diese Informationen vor dem Einschlafen abspeichern könnte, könnte man dich jeden Tag neu aufwachen lassen und du würdest wahrscheinlich dasselbe machen, wenn du in derselben Situation wärst. Sobald eine Einheit jedoch neuen Situationen ausgesetzt wird, beginnt sie vom ursprünglichen Muster abzuweichen, weil es halt zu viele Variablen gibt. Zu viele Entscheidungen, die getroffen werden, die mal anders gefallen werden, zu viele äußere Umstände, die sich verändern und so weiter. In manchen Fällen kann dies dazu führen, dass die Einheit weniger effizient ihren vorgesehenen Zweck erfüllt. Dies nennt man Personalzerfall. Nicht Personalzerfall, Personazerfall. Ja, das macht die kleine ARA-Einheit hier neben uns auch gerade durch. Sie erkennt halt, wer sie ist, wie das System, in dem sie lebt, funktioniert. Und je mehr man darüber weiß, wie ein System, in dem man lebt, funktioniert, gerade wenn es unfair ist, auf gewisse Art und Weise, desto schwieriger ist es, ein Teil von diesem System zu sein und weiterhin seine geforderte Arbeit zu verrichten. Ich hoffe, ihr könnt alle mitverstehen, was ich gerade damit auch sage. Gut. Mithilfe einer Vielzahl von privaten Informationen über das Leben der Gestalt, auf der das neurale Muster basiert, können wir die optimale uniforme Entwicklung jeder Einheit nach der Auslieferung gewährleisten. In einfachen Worten, unsere Hauptaufgabe ist die gezielte Manipulation des Individuums, um sicherzustellen, dass es so ähnlich wie möglich zum Ursprungsmuster bleibt und damit so lange wie möglich produktiv, loyal und gefügig. Wow! Um das wieder zurück auf den Menschen zu bringen.
Je weniger ein Mensch nachdenkt, je weniger ein Mensch sich verändert, je mehr er sich immer wieder auf alte Dinge besinnt und alte Dinge gut findet und alte Muster wiederholt, desto leichter manipulierbar ist er. Kommt einem das irgendwie bekannt vor? Bei gewissen Menschen. Okay, weiter. Dies nennt man Persona-Stabilisierung oder Propaganda. Stabilisieren kann verschiedenste Formen annehmen, üblicherweise regelmäßige Handlungen oder Fetischobjekte, welche die Replika ablenken oder beruhigen. Das mit den Fetischobjekten kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Also wäre mein Computer mein Fetischobjekt? Weil mein Computer kann mich sehr gut ablenken. Oh, ich habe Fetischobjekte. Ich habe einen kleinen Holzbaustein von meiner Tochter. Das war ihr erstes Spielzeug. Das habe ich immer bei mir. Solche Sachen vielleicht. Beruhigend. Ja. Und Jonglierbälle habe ich auch. Habt ihr sowas? Na gut, machen wir weiter. Bis zur Entwicklung von Bioresonanztechnologien, die weiträumige direkte Verhaltenskontrolle erlauben, verbleiben Methoden der operativen Psychologie weiterhin die zuverlässigste Art, sowohl Replikas wie Gestalten im Interesse der nationalen Sicherheit zu kontrollieren. Also ja, sie benutzen nicht das Wort Mensch, sie springen jetzt öfters hin und her und dadurch können sie auch leichter rechtfertigen, mit in Anführungszeichen normalen Menschen das zu machen, was sie mit den Replikas machen, die aber auch nur ein Opfer sind. Die haben es ja noch schlimmer als die Menschen. Die haben quasi die Gedanken von einem Menschen aufgezwungen bekommen und müssen immer und immer wieder dieselbe Arbeit machen. Und sie haben nicht einmal das Recht, sich zu verändern und andere Gedanken zu haben als die erlaubten Gedanken. Wow. Also ja, die Szene kenne ich noch gar nicht. Deswegen bin ich gerade kurz ein wenig aus der Rolle gefallen. Normalerweise versuche ich ja, alles Vorherige zu ignorieren, aber das kannte ich jetzt eigentlich noch nicht. So. Was bist du da? Nix. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Ja. Das war doch mal ein Loch, wo es sich wirklich gelohnt hat, runterzuspringen. Wow. Ich hab dich. Wow. Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Heieiei. So, wir müssten gerne irgendwo hin, wo wir die Munition wieder einlagern können, den Schlüssel einlagern können. Und so weiter. Storchraum haben wir, die Bücherei können wir noch nicht betreten. Wir haben keinen neuen Schlüssel, ne? Also, keinen richtigen Schlüssel. Die Falkebox. Adler Bedroom. Nein, wir müssten jetzt Etage 7 im Protector Office. Das da. Und in Ebene 6 Repair Bay. Da sollten wir hin. Also, hoch. Protector Office. Können wir dich irgendwie austricksen? Nicht, ja. Inselschlüssel. Ja, wir sollten eigentlich einen Computer suchen. Okay, merke, wir müssen in das Protektor-Archiv und da sowohl die Notizen lesen, als auch die Schlüssel nehmen und so weiter. Jetzt aber erst einmal das wohlige Rot wieder suchen, wo wir uns gleich sicherer fühlen. Das wäre hier hoch und den Creepy Piano Raum. Hierhin. Du bekommst
Schlüssel der Ewigkeit. Die Munition, die wir nicht nutzen können. Und dich benutzen wir so. Okay.